Was bisher geschah. Wieder mit dem Thomas und in einem Fitnessstudio. Ganz easy, ohne alles, einfach nur. Hast du gerade gemerkt, sehr gut. Zu begreifen, okay, in welche Muskelgruppen. Das andere ja ganz natürlich. Ich bin im Bereich Fitness natürlich, wie ihr gesehen habt, nicht so gerade der Bewandertste. Ich habe natürlich nur Fitnesssachen, die meinen Sport betreffen. Wie man weiß, ich tue Mountainbiken im Gravity-Bereich und habe zwei Sportgeräte mitgebracht, die einem extrem helfen können, ein besserer Biker zu werden und vor allem die Verletzungen vorbeugen können. Soll ich die mal holen? Jetzt habe ich Angst wieder. Ja, wir fangen mal mit dem Prep an, das kannst du ja gut. So, ich habe heute als erstes mitgebracht den Prep. Kennt vielleicht jeder aus dem Video. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch den holt, definitiv weiche Griffe drauf machen, damit der Druck vom Handball nicht zu groß wird. Dann kann man ihn in verschiedenen Winkelpositionen, ich habe jetzt hier quasi die schwierigste, da ist ja am kleinsten die Auflagefläche. Man kann auch erstmal anfangen und diese Fläche nach unten drehen. Kann man alles hier an so einer Imbusschraube einstellen. Man kann einfach einen alten 31,8er Lenker oder einen 35er Lenker nehmen, passt alles rein, sind Adapter bei. Ja, wofür ist das Ding? Wofür benutzt man das? Ich zeig's dir mal eben einmal und dann kannst du es einmal nachmachen. So eine Bitumenplatte, um den Boden zu schützen und damit er nicht so rutscht, ist ganz sinnvoll. So, ich gehe in den, Plank. So, also quasi Liegestützposition und kann dann anfangen halt mit normalen Liegestützen. Im Gegensatz zu eben, wo wir ja die Ellbogen nach hinten gemacht haben, machen wir jetzt wie beim Biken die Ellbogen nach außen. Kann man einmal Liegestütze machen, dann kann man hier natürlich auch, wenn man so links rechts wippt, tatsächlich den Torso ein bisschen trainieren. Oder wenn man halt in diese Drehbewegung geht und alles stabilisiert halt das Handgelenk. Man kann dann halt auch anfangen so mit ein bisschen hochhüpfen und sowas. Ist eine super Sache und vor allen Dingen halt, wie du eben schon gesagt hast, ist es schwer die Handgelenke zu trainieren ohne Geräte. Und für Biker ist das ein Gerät, was dann sogar noch Spaß macht, weil es halt sofort einen mit dem Biken verbindet. So, ich überlasse das Gerät dem Daniel. Kannst du auch einen Bar spinnen? Nein, es gibt aber Leute, die das tatsächlich können, aber die sind ja dann fit. Und ich bin ja nicht fit. Hier kann man noch sein Smartphone drauf machen und dann von Greg Minard den letzten Lauf nachfahren oder so. Ist auf alle Fälle ein cooles Teil. Sieht auch cool aus, wenn es nur an der Wand hängt. Was sagst du, Daniel? Ist schwer oder ungewohnt? Also, ist natürlich was ganz anderes, wenn du Liegestütze hierauf machst, weil du einfach viel mehr stabilisieren musst. Also für mich ist es auf jeden Fall. Also man sieht, der tut jetzt extra aus Show wackeln, damit der halt, damit man denkt, oh, das ist aber schwer. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ne? Es ist halt ganz anders, weil du halt auf einem kleinen Punkt stabilisieren musst. Ne? Aber ich habe halt auch vorher noch nie Liegestütze auf dem Fahrrad gemacht. Ne? Also. Plus, dass jetzt ja die Ellbogen mal raus müssen für den. Für welche Position, Daniel? Den Gorilla? Ja, gut. Aber Gorilla ist hier so, ne? Ja. Und das ist dann Spinne, ne? Ja, genau. Der Thomas hat hier ein Duffy-Board mitgebracht. Ich sag nur eins, dann kann der Thomas sagen, was er möchte. Das sieht super einfach aus, ist aber extrem schwer. Ich habe es eben schon ausprobiert, also wenn ich gleich komplett verkacke, nimmt es mir nicht so übel. Das Coole ist, ich leihe es dem Daniel aus. Für zu Hause. Jetzt fragt man sich, was hat das Ding denn jetzt mit dem Biken zu tun? Und das zeige ich euch jetzt. Im Gegensatz zu den ganzen Waveboards, wo man oft so drauf steht, ist das halt hier ein Board, wo man in der offenen Grundposition so seitlich steht. Jetzt geht man einmal, dass man halt ins Gleichgewicht kommt, erstmal kurz warm machen. So. Wenn man jetzt noch in die Hocke geht und dann die Hände macht, als ob man einen Lenker in der Hand hat, hat man genau das, dass der Hinterbau vom Fahrrad, dass der unter einem machen kann, was er soll, aber der Körper bleibt trotzdem quasi, wenn man so will, in einer Ruheposition. Der Körper, die Hüfte sollte sich nicht so viel bewegen. Man muss das einfach unter einem ausgleichen. Wie gesagt, das sieht sehr einfach aus und sobald man in die Hocke geht, das kann der Daniel, glaube ich, bestätigen, wird das Ganze nochmal eine Spur schwerer. Kann dann nachher noch so Faxen machen, wie dass man das halt dreht, das Board. Oder halt, wenn man es dann ein bisschen geübt hat, ich war jetzt auch länger nicht drauf,
dann kann man auch versuchen, kurz mal zu springen. Dieser Gedanke zeigt euch jetzt vielleicht, was für ein Einsteiger ist. So. Ich glaube, ich kann besser einsteigen auf der anderen Seite. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich glaube, ich mache den Einstieg hier. Cut! Noch ein bisschen rüberholen, das war super. Aber es wird schon besser. Ja, ich kann schon mal die Seite wechseln. Vielleicht machen wir Mia und du eine Challenge draus, wer länger auf dem Duffyboard bleibt. Das wäre echt eine Idee. Ja. Ja, das ist auf alle Fälle, ich glaub, Daniel kann es einfach, es macht tatsächlich dann irgendwann auch Spaß. Ich glaube, das hat einen richtig krassen Suchtfaktor, oder? Ja. Definitiv. Vor allem gibt es nachher noch halt geschwungene Boards, die dann halt ohne Holzstückchen drunter sind, wo man echt die ganzen. Da kann man sogar dann das Board nur auf dem Tennisball benutzen. Nicht mehr mit einer Rolle. Dann ist das in alle Richtungen wackelig. Das ist das zweite. So, jetzt müssen wir noch unbedingt ein Video machen zum Thema, was immer vernachlässigt wird, und das ist die Nackenmuskulatur. Warum brauchen wir die beim Gravity-Fahren? Also wir haben erstmal einen sehr unnatürlichen Blick, wenn man das von der Seite guckt. Wir fahren bergab und haben den Nacken in der Regel immer oben. So, wenn wir stürzen, stürzen wir oft auf diesen massiven Helm, der oft auch über 1000 Gramm wiegt. Das trägt alles unsere Nackenmuskulatur. So, nun kann man viele Nackenmuskulaturübungen machen. So, im Gegensatz zum Daniel höre ich halt etwas andere Musik vielleicht. So anders. Er hatte ja ein ganz Roses T-Shirt an. Aber ich werde euch gleich meine Nackenübung zeigen. Und solange man die noch durchziehen kann, hat man eine gesunde Nackenmuskulatur und auch ein gutes Gleichgewicht, würde ich sagen. So, damit wir die Nackenmuskulaturübung machen können, muss ich jetzt mal eben kurz dafür die richtigen Hilfsmittel holen. So, also ich habe das perfekte Outfit fürs Nackentraining, der Daniel leider nicht, aber der Daniel hat immerhin schon so einen Ansatz von der richtigen Frisur. So, jetzt machen wir natürlich... Aber ich sehe ganz schlimm aus, nicht so. Bei dir sieht das ja noch vernünftig aus, wenn ihr mich gleich mit offenen Haaren seht, dann habe ich direkt... Ich muss die Haare jetzt auch aufmachen, ich möchte sowieso immer mal mit offenen Haaren sehen, ne? Also komm, jetzt zeig's. So, natürlich, so wie Daniel mir eine Einweisung gegeben hat, muss ich ihn natürlich auch in die richtige Technik einweisen. Und wir machen auch ein Warm-up natürlich, das muss ja sein, sonst sind wir natürlich krank. Ganz wichtig, damit wir überhaupt anfangen können, müssen wir jetzt kurz auf dem Boden unsere Luftgitarren aufheben. So, jetzt einmal hier so ganz locker, und das ist die Schlaghand, die macht quasi nur so und die Hand greift. Das ist auch eine gute Fingertechnik. Das sind die Akkorde hier, ne? Genau, da greifst du die Akkorde. Du bist aber nur Rhythmusgitarrist, das heißt, du greifst nicht viel, du machst nur rauf, runter. So. Okay. Gut, jetzt zum Warmwerden gehen wir leicht das linke Bein leicht vor, das rechte leicht zurück. Ja. So, und jetzt zum Warmwerden langsam den Kopf so drehen. Und diesmal nicht vor so, sondern einfach so. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann alternativ kann man jetzt natürlich noch den Altherrenmoscher machen. Das ist dann der so von hier hinten so nach so vorne. So. Da wir jetzt aber ein vernünftiges Metal-Lied haben und kein Rock, brauchen wir das nicht. Wir machen nur die sogenannte Windmühle. Das heißt, du kennst es ja, wenn du dich über ein Warm-up so machst, das Ganze einfach nur ein Ticken schneller. So, jetzt machen wir gleich die Musik dazu an und dann legen wir mal los. Hart. Musst du dir vorstellen, also meine Frau kann das auch, das können nicht viele Frauen, ne? Die können das auch und das machen wir ein ganzes Konzert. Echt hart. Also erst wird mir voll schwindelig. Das war natürlich jetzt ein kleiner Gag, aber es ist tatsächlich so, wenn man die Windmühle beherrscht beim Metal, ist das für die Nackenmuskulatur tatsächlich ein extrem krasses Training und auch fürs Gleichgewicht. Und man merkt sofort, wenn man das nie macht, dass man direkt betüttelt wird. Richtig hart. Und auch teilweise können Leute dann gar nicht mehr stehen bleiben. Also es ist wirklich gar nicht so einfach.
Aber das ist ja nur meine Welt der Fitness. So, mir hat es Spaß gemacht. Ich wollte nochmal Danke sagen. Sehr gerne. Na, hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht und mal in die andere Welt einzutauchen. Ich werde auch versuchen, ein paar Übungen zu Hause zu machen. Und das nächste Mal sehen wir uns aber dann wieder auf was? Auf dem? Auf dem Mountainbike. Auf dem Bike, genau. Ja, ihr findet übrigens auch jede Menge Videos noch aus meiner Karriere, bevor ich nur Mountainbike-Content gemacht habe. Also auch für dich, wenn du so Workouts machen willst. Ich habe da noch, ist noch jede Menge Kram online. Und wenn ihr sowas mal abchecken wollt, schaut einfach mal die alten Videos durch. Da gibt es auch eine Playlist, da steht nur Workouts. Und da könnt ihr eigentlich alles Mögliche durchtrainieren. Das meiste ist tatsächlich alles eigenes Körpergewicht. Keine Geräte und so weiter. Hit the Beat Breakletics hat auch eine App, mit der könnt ihr auch trainieren. Großer, kostenloser Bereich. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann ja beim nächsten Mal wieder im Bikepark wieder oder auf dem Trail. Ich habe da sowas gehört. Ne? Ja, also die zwei Sachen, die habe ich noch auf dem Herzen. Ich dem Daniel dann sagen, ich gucke ja immer seine Videos. Einmal, dass er lernt, laufen zu lassen im ruppigen Gelände, also Steinfelder Wurzeln, Steilabfahrt, sowas. Das werden wir auf alle Fälle machen. Einmal im Park und dann machen wir vielleicht tatsächlich mal eine Trail-Tour bei uns im Kreis und dann zeige ich ihm mal, wie bei uns so die Trails aussehen. Richtig cool. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.